Das ist eine Kamera spezialisiert für Sportfotografie. Wir sind heute auf einer Hunderennbahn für Windhunde. Ja, und hier ist der Rainer Scholz. Er wird uns heute mal ein bisschen was erklären, wie man schnell bewegte Objekte am besten auf Film festhält, beziehungsweise auf Computerchip mittlerweile. Hier ist Rainer Scholz. Grüße dich, Rainer. Ja, hallo. Ja, du hast eine Webseite, du bist unterwegs in ganz Europa, so kann man sagen, ja, und fotografierst unter anderem Windhunde. Ja, fast nur Windhunde, richtig. Wir haben selbst Windhunde, die an Wettkämpfen teilnehmen und daraus ist dann das Hobby des Fotografierens entstanden. Und wie schon gesagt, wir sind in Europa auch unterwegs, also viel in Deutschland. Und wenn es die Zeit erlaubt und mir meine Frau erlaubt, dann bin ich da auch tätig und mache Bilder bei Veranstaltungen, sowohl bei Windhundrennen, also auf der Bahn, wie wir es jetzt hier gerade gesehen haben, und auch bei Corsings. Aber ich denke, dazu werden wir später noch was sagen. Ja, wir stehen gerade auf einer solchen Bahn. Das ist jetzt so die Kreisbahn. So im Prinzip, das kennt jeder. Ja, geht halt im Kringel rum, sage ich mal plump. Ja, die Hunde rennen hier ihre Renndistanz. Die liegt bei 480 Meter. Die Hunde kommen aus dem Stadtkasten raus und rennen halt einmal rum. Dann wird die Zeit genommen und der Schnellste hat gewonnen. Ganz einfach. Ja, die rennen nicht freiwillig, sondern die bekommen ihren Spieltrieb angelockt durch einen Hasen, so nennt man das. Das ist so ein stilisiertes, flatterndes Ding, was vorne dran hängt. Und das wird hier gezogen. Genau. Die Hunde sind ja, oder die Windhunde sind ja Jagd- und Hetzhunde und die verfolgen vom Instinkt her alles, was flüchtet. So, und genau dieser Hase, der besteht aus Flatterband. Das wird einfach über eine Maschine weggezogen und die Hunde verfolgen das. Ja, jetzt schauen wir mal auf die Kameras. Du hast zwei verschiedene Modelle. Einmal eine Vollformat. Das bedeutet, hier ist der Chip besonders groß. Und was das für Vorteile hat, werden wir gleich mal erfahren. Und dann hast du eine sogenannte APS-C. Der ist ein bisschen kleiner. Ja, da ist der Chip nur halb so groß. Das heißt, ich habe durch diese Kamera eine Brennweitenverlängerung. Das heißt, wenn ich hier 200 mm drauf habe, kommen in Wirklichkeit 300 mm raus. Das heißt, das Objekt ist einfach näher bei mir. Was hat das für einen Nachteil? Das heißt, du könntest ja dann immer mit der fotografieren, aber das, ich sag mal, je größer der Chip ist, desto besser ist auch im Endeffekt das Bild und desto besser sind die Farben, desto besser ist die Dynamik des Bildes. Einfach alles besser, ja. Das liegt auch im Preis. So eine Vollformatkamera ist natürlich teurer als so eine APS-C-Kamera, die du gerade erwähnt hast. Jetzt ist das so, dass bei dir zählt ja das letzte Quäntlein, denn die Objekte sind sehr klein. Wenn sie auf dich zukommen, da reden wir von einem Punkt, ja, den du treffen musst. Oft sind ja mehrere Hunde auf einmal unterwegs. Das heißt also, das Ziel ist ja, dass du möglichst den ganzen Hund komplett auf dem Bild hast. Richtig. Das Ziel ist tatsächlich, das Tier oder die Tiere formatfüllend aufs Bild zu bekommen. Und dazu braucht man halt Brennweite, weil man kann ja beim Rennen auf der Bahn stehen, sondern muss dann quasi außerhalb der Bahn stehen. Wir stehen jetzt ungefähr schon ziemlich am Ende der Gerade. Und wenn wir hier runter gucken, ist unten der Startkasten. Das ist schon ein ganzes Stück. Mit einer normalen Kamera würde der Punkt, da läuft unten gerade jemand mit einem Hund. Man sieht, ja, das ist drin. Mein Sohn. Ist der gerade da? Ist die scharf, die Kamera gerade, die du hast? Ist da ein Chip drin? Ja. Mach mal gerade ein Foto von meinem Sohn. Das ist so, das heißt, die ist es eingestellt, du kannst gleich loslegen? Ich kann gleich loslegen, ja. Genau, so die jetzt. Die Frage, mit welcher Brennweite, ich mache jetzt mal eine. So, jetzt ist er nämlich schnell weg. Oft hat man das ja. So. Die Objekte sind ja auch bei dir schnell weg. Richtig, aber man hat eine Chance. Die Hunde laufen nur einmal an einem vorbei und dann war es das. Und was hast du für ein Feeling jetzt, was du gerade gemacht hast? Ja, das war jetzt nicht auf mich zugelaufen. Der hat sich ja quasi statisch da unten bewegt. Das war jetzt relativ einfach. Ja gut, er war aber so weit weg, dass mit meinem Weitwinkel ist der Oscar gar nicht zu sehen. Ja, würde man nicht sehen, richtig. Genau, zeig mal im Display. Ich habe jetzt hier ein Zoom-Objektiv, das von 200 bis 500 mm geht. Das heißt, ich kann Objekte, die weit weg sind, sehr nah ranholen und kann sie so mit Format füllend auf den Chip, sprich aufs Bild bringen. So, das ist jetzt Nikon. Es gibt ja verschiedene Hersteller, die alle sagen, sie sind ganz toll. Ist das so eine Glaubensfrage? Ja, das ist genauso die Frage, ob man lieber mit Gas oder lieber mit Elektro kocht. Genau, hat man lieber Canon oder Sony oder Nikon? Ist die Frage, was man halt, wo man die Präferenz drauf hat. Ich habe schon immer mit Nikon fotografiert, deshalb habe ich Nikon. Ja, das ist so, das ist ja noch eine Kamera mit dem Spiegel, nehme ich an, oder? Richtig, das ist eine Spiegelkamera. Die Technik geht ja heute zu Spiegellosen, aber ich bin da vielleicht noch ein bisschen old-fashioned. Ich halte am Spiegel fest, vor allem, weil ich habe hier auch das Topmodell von Nikon, das Spiegel hat. Das ist eigentlich Nikons Sportkamera oder Nikons Arbeitspferd, wie es auch oft genannt wird. Und das ist eine Kamera, die 12 Bilder pro Sekunde macht und für diese Sportaufnahme einfach top geeignet ist.
Genau, hier vorne sieht man das auch direkt. Das ist jetzt ein günstiges Objektiv, das liegt so um die 15 Euro. Ja, 13 bis 1400, je nachdem. Günstig, ja, das ist halt die Frage. Aber ich meine, für die Größe, man kriegt ganz schön viel Objektiv fürs Geld. Man kriegt viel Objektiv fürs Geld, ist richtig. Also ich fotografiere in der Regel auf der Rennbahn mit einer Festbrennweite, weil da ist ja voraussehbar, wo die Hunde laufen. Da habe ich eine Festbrennweite 400 mm, einen Konverter noch drin, somit komme ich auf 600 mm. Damit kann ich den Startkasten da unten schon fast bildfüllend abbilden. So, der Startkasten ist das, was man hier auf der Kamera fast gar nicht sieht, das da hinten links. Aber du hast ja ein Foto davon gemacht. Zeig mal bitte ganz kurz auf der Kamera mal. Man kann die Bilder live abrufen bei dir. Ja. Das heißt also, man kann jetzt gucken, da ist jetzt der Oscar. Wenn du es mal ein bisschen schräger nach unten hältst, genau nach unten, das Objektiv nach oben. Super, ja genau, so kann ich es nämlich sehen. Und da ist der Oscar, ist das Bild weg. Da haben wir ihn. Und da hast du ihn getroffen, da könnte man jetzt, warte mal, ich krieg's nicht scharf jetzt, da könnte man jetzt noch reinzoomen, oder? Theoretisch, zum Gucken. Ja, kann man noch reinzoomen. Also Fachbegriff wäre Kroppen. Kroppen, man kann das Bild abschneiden, noch größer machen, genau. Ja, genau. Das ist so der. Ja, kommen wir mal auf das Thema bewegte Objekte fotografieren. Das ist ja nicht trivial. Viele sagen ja, ich habe ein tolles Handy jetzt, das macht alle Fotos. Das gilt bestimmt für ganz viele Lebensmomente im Leben, mit denen man mit Handys tolle Fotos machen kann. Ja. Aber nicht für schnelle Windhunde. Ja, auf der Rennbahn ist es schwierig, ja, weil wenn ich dran denke, dass die Grindy Greyhounds aus dem Startkasten kommen, dann laufen die mit 65 Stundenkilometer, vielleicht auch 70, auf mich zu. Das heißt, ich brauche ein Equipment, das relativ schnell im Fokus ist. Da muss natürlich die Kamera auch zum Objektiv passen. Das muss miteinander harmonisieren und der Autofokus muss halt relativ schnell nachziehen, sodass die Hunde im Fokus bleiben. Wichtig oder schwierig dabei ist, wir haben ja auf den Startkasten unten geschaut, da kann man 6 Boxen sehen. Das heißt, es können maximal 6 Hunde rauskommen und dann ist halt die Kunst, auf den führenden Hund zu fokussieren, ne, sodass der Hund, der vorne ist, scharf ist. Und das ist relativ schwierig. So, jetzt werden wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir konnten nämlich das Video gerade zweimal machen, weil der Ton eben nicht ging. Deswegen weiß ich schon ein bisschen was. Du hast nämlich bestimmte Tasten belegt auf der Kamera, die dir helfen, das Ganze etwas einfacher zu machen. Ja, das ist richtig. Normal ist es so, dass wenn man auf so einer Kamera Bilder macht, dass man den Auslöser halb durchdrückt und die Kamera dann fokussiert. Macht so Bip-Bip und dann. Richtig, das habe ich bei mir ausgeschaltet. Ich habe den Autofokus auf diesen Button hier hinten gelegt. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann wird der Autofokus kontinuierlich nachgezogen. Mhm. Egal, auf was ich gerade fokussiere. So, denn ich setze dann den Autofokus oder den Punkt des Autofokus auf den führenden Hund. Bleib mit dem Daumen einfach drauf. Die Kamera zieht automatisch nach und gibt dann. Das kann man hören. Die Kamera macht 12 Bilder pro Sekunde und dann muss man halt hoffen, dass da eins dabei ist, wo auch die Streckung des Hundes optimal ist, wo einfach die Bilder schön aussehen. Was ist denn mit den Bildern anschließend? Das heißt, du machst die Bilder, hängst du die an die Wand oder gibt es da auch entsprechende Magazine, die Interesse daran haben oder Kunden, die auch mal sagen, hey, das ist mein Hund, ich will da ein Bild haben? Genau, die kann man dann bei mir käuflich erwerben. Was? Du verkaufst die? Ich verkaufe die Bilder, genau, aber zu sehr günstigen Preisen. Wie ist der Preis für so ein Bild? Ich nehme für ein Bild 8 Euro und wenn die Leute eine Serie kaufen, dann gibt es Staffelpreise. Das heißt, die werden, je mehr Bilder werden, die günstiger. Aber das ist immer pro Veranstaltung. Ja, das ist aber nichts, wenn du überlegst, dass du den ganzen Tag da bist, du schießt 1000 Bilder, um das eine Bild zu kriegen. Manchmal ist es gar nicht dabei, oder? Ja, aber es ist ein Hobby und verschenken möchte ich die Bilder nicht. Nein, ich sag nur, das ist fair. Also ich sehe ja, was für ein Aufwand dahinter steht und du das ja mit Liebe machst. Ja. Wie ist die Reaktion von den Leuten? Also die Bilder, die ich mache, finden sie gut, ja. Und ich habe auch immer Leute, die immer wieder mal Bilder kaufen, ja. Leben kann man davon nicht. Ich habe tatsächlich noch einen Fulltime-Job. Das ist, wie schon gesagt, nur Hobby. Und ich sehe den Verkauf der Bilder als eine kleine Anerkennung für mich an. Ja, das sehe ich auch so. Weil es ist ja nicht nur das Machen der Bilder, es ist ja dann zu Hause das Sichten der Bilder. Dann werden die auch noch ein bisschen nachbearbeitet. Also ich übertreibe es da nicht. Die werden noch ein bisschen zurechtgeschnitten, gerade gerückt. Vielleicht wird noch ein bisschen an der Belichtung was gemacht, aber mehr nicht. Mhm. So, jetzt zeigen wir mal gerade das zweite Objektiv. Du hast mir nicht erzählt, dass was ein bisschen kleiner ist, ist ein gut Stück teurer, denn es ist tatsächlich, ich glaube, schneller und besser. Es ist etwas schneller als das andere, genau. Es ist auch lichtstärker als das andere. Es ist von der Brennweite her nicht ganz so. Es ist ein 70 bis 200, aber mit einer durchgängigen Lichtstärke von 2,8. Das heißt, ich kann mit diesem Apparat auch Bilder machen oder schnelle Bilder machen, wenn das Licht nicht ganz so gut ist. Okay, verstanden. Das heißt, das ist schon wesentlich. Die hier hat ja keine durchgehende
Genau. Doch, die hat auch ein durchgehendes. Die hat auch von 5, was ist das? 5,1 zu 5,6 ist. 5,6. 5,6, genau. Das ist wesentlich. Also da reden wir schon zu 2,8 zu 5,6. Ja, Verdoppelung. Das heißt, du brauchst die im Prinzip die Hälfte Licht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist nicht schlimm. Aber das merkst du richtig. Das heißt, also du kannst dann praktisch doppelt so schnell fotografieren dann mit dem anderen. Also ich formuliere es mal so, ohne genau auf die Technik einzugehen. Ich kann halt, wenn ich das Objektiv drauf habe, kann ich halt mit weniger Licht die Belichtung so machen, dass ich auch die Hunde einfrieren kann. Denn auf der Rennbahn ist es ja wichtig, man will ja den Hund in der Bewegung gefroren haben. Das heißt, man muss schon mit einer Verschlusszeit von einem 1600stel oder einem 2000stel arbeiten. Drunter ist schwierig, ja, weil dann sind die Bewegungen einfach verwaschen. Die sollen ja eingefroren sein. Ja, wie ist das jetzt, wenn du so an der Grenze bist? Es ist sehr, sehr hell. Das heißt, du hast Sonnenlicht pur und du hast die Blende auch noch offen. Da langt ja oft schon nicht mehr so eine 4000stel. Da brauchst du eine 8000stel, vielleicht eine 10000stel. Wie schnell kann denn die Kamera überhaupt maximal? Also die kann ein 8000stel, aber das habe ich nie eingestellt. Ich mache auf der Bahn Folgendes. Ich habe die Kamera auf manuell gestellt. Auf ein 2000stel, ich gebe die Blende vor, in der Regel gebe ich eine 8er-Blende vor, das ist sogar relativ viel, und lasse die Kamera die ISO-Zahl automatisch dazugeben. Das heißt die Empfindlichkeit. Oder? Die Empfindlichkeit, genau, ja. Ja, es gibt ja so drei bildgebende Parameter, wenn du mich nochmal aufklärst. Ja, genau, das ist die Verschlusszeit, die Blende und die ISO-Zahl. Das sind eigentlich die drei Parameter, die relevant sind, um ein Bild zu machen, weil das sind die drei Parameter, die vom Licht beeinflusst werden oder das Licht beeinflussen. Sehr schön. Also vielleicht nochmal für Anfänger, man kann ja, also das, was du sagst, ist quasi ISO-Auto. Das heißt, die Kamera bestimmt automatisch dann die ISO-Leitzahl. Richtig. Oder? Ich gebe die Parameter Belichtung und Brennweite und Belichtung vor und lasse die ISO dazugeben. Bei der Blende ist eines wichtig, das muss man wissen. Gerade bei diesen Teleobjektiven hat man eine sehr geringe Tiefenschärfe, wenn die Blendenzahl sehr klein ist. Da reden wir in der Tat bei 600 mm mit einer 4er Blende von 30, 40 cm Tiefenschärfe. Also nochmal, wenn das Objekt jetzt zum Beispiel so wie hier jetzt ungefähr 100 Meter weg ist, ist das 100 Meter? Kommt das hin? Nee, es müssen ein bisschen weniger sein. Also 70, 80 Meter. Ja, so dann reden wir von einer schärferen Ebene, die mal eben so groß ist wie dein Ellenbogen. Ja, so ist es. Ja, genau. Das Problem ist dann da, wenn man den Hund nicht perfekt auf den Kopf trifft, ja, sondern man fokussiert zum Beispiel auf den Schwanz versehentlich, dann ist der Kopf unscharf. Das ist auch so. Wirklich. Das ist in der Tat so. Macht aber ein gutes Objektiv aus. Das heißt, die Leute stehen aber drauf, wenn im Prinzip das Bild freigestellt ist so ein bisschen, oder? Ja, man will aber den Kopf scharf haben, nicht den Schwanz, ja. Ja, klar, aber du könntest ja jetzt auch im Prinzip zumachen vorne die Blende und dann wäre alles scharf. Ja, also was ich mache, ich öffne die Blende so weit, dass mein Tiefenschärfebereich so groß ist, dass er quasi den ganzen Hund abdeckt. Mhm. Dann ist es im Endeffekt egal, weil wenn der Schwanz scharf ist, ist auch der Kopf scharf. Aber dafür brauche ich wiederum Licht, ja, damit klar. Das Ganze funktioniert. Gar nicht so einfach. Das heißt, also du schaust dir das dann auch an. Jetzt ist es heute Morgen, war hier Sonne pur, jetzt wird es bewölkt. Ist das hier schon Gutes oder ist schon ein bisschen zu dunkel? Also Sonne pur ist ganz schlecht, weil da gibt es ganz harte Schatten, ja, wenn die Sonne von der Seite kommt. Das ist das, was viele nicht wissen. Die denken, hey, Sonne draußen, wir fotografieren. Ja, das ist totaler Quatsch. Sonne draußen ist ganz schlecht, weil dann ist eine Seite ganz, ganz, ganz hell, reißt schon richtig aus, die andere Seite ist total dunkel. Das heißt, man muss in der Nachbearbeitung dann die hellen Sachen dunkler machen und die dunklen heller. Das ist dann mit Arbeit verbunden. Das Licht, das wir jetzt haben, ist okay, es ist aber eigentlich schon ein Tacken wieder zu dunkel. Also das beste Licht ist, wenn so ein ganz leichter Wolkenschleier vor der Sonne liegt, dass die Schatten nicht so knallen, nicht so hart werden. Das ist das beste Licht. Das hast du natürlich ab und zu mal bestellt, oder? Ja, ich kann mir leider nicht immer aussuchen. Ich habe vor 2 Wochen fotografiert im knalligen Sonnenlicht. Das war nicht einfach, vor allem weil, wenn dann schwarze Hunde laufen, in der knalligen Sonne auch hier der Autofokus an seine Grenzen kommen kann. Du schießt aus der Hand oder ist das mit Stabi oder hast du da Tricks, wie du... Nee, also auf der Rennbahn habe ich ein Stativ mit so einem Gimbal, das ist so ein schwenkbarer Kopf. Mhm. Das Objektiv wiegt 5 Kilo, die Kamera auch nochmal 1,5, das kann ich auf Dauer nicht halten, das ist mir zu anstrengend. Ist das elektronisch oder ist das... Nein, das ist kein elektronisches Gimbal, das ist ein Handgimbal. Ein Handgimbal, das heißt du hast eine gewisse Entlastung da mit dabei. Kommen wir noch mal kurz aufs Objektiv. Dann zeigen wir mal die verschiedenen Schalterchen, die da dran sind. Das ist ja ganz witzig, wenn die Leute es mal erklärt kriegen. Wenn du mal so lieb bist, das mal in die Hand nimmst rechts. Und genau, nee, ja rechts.
mal als Beispiel und das mal auf die Seite zeigst, da hast du, nee, die andere Seite, da genau, vorne am Objektiv. Da ach, sieht man, vorne am Objektiv, genau. Da sieht man so ein paar Sachen, wenn du mir mal erklärst, was ganz oben ist. Also hier kann ich einstellen, ob der Autofokus rein manuell geschieht. Das heißt, ich müsste hier tatsächlich drehen, um den Autofokus zu starten. Ja. Hier kann ich den Autofokus, kann ich die Priorität auf manuell geben, kann aber auch automatisch das Ganze machen lassen. Hier genau andersrum. Die Automatik hat den Vorrang, ich könnte aber jederzeit manuell eingreifen. Ah ja. So, hier unten kann ich sagen, der Autofokus soll über den kompletten Range gehen. Oder hier, wenn ich hier rüber stelle, kann ich sagen, erst ab 5 Meter schneller, bis unendlich, dann ist das schneller. Genau. Das heißt, auf der Bahn komme ich ja nie unter 5 Meter. Die Objekte sind immer deutlich über 5 Meter weg. Deshalb stelle ich natürlich hier... Achso, der rödelt ja nicht den kompletten richtig, Brenner. Ja, okay. Richtig, der rödelt dann das komplette Ding durch. So, dann kann ich hier sagen, ich möchte den Stabilisator an oder aus haben. Was nochmal aus? Das hängt davon ab. Das ist interessant, glaube ich auch. Ich kann hier noch einschalten, ob ich den Stabilisator für normale Aufnahmen möchte oder für aktiv, sprich für Sportaufnahmen. Das hängt immer so ein bisschen vom Licht ab. Wenn das Licht nicht so ganz gut ist, wie zum Beispiel jetzt, und ich auf ein 1600stel gehen müsste, dann schalte ich den Stabi ein. Wenn ich auf ein 2000stel gehen kann oder mehr, dann brauche ich ihn nicht, weil ich da nicht verwackel. Ja. Okay. Das heißt, du schießt 600 mm mit deinem Gimbal ohne Stabilisator? Doch, da habe ich ihn in der Regel an. Da hast du ihn an? Da habe ich ihn an, ja. So, es ist so. Obwohl die Kamera auf dem Stativ ist, eigentlich ruhig steht. Jetzt mal eine Frage, ist der Stabi in der Kamera oder im Objektiv? Der ist im Objektiv. Im Objektiv drin. Jetzt gibt es ja noch neue Kameras, die haben so einen 5-Achsen-Stabilisator. Hast du das mal ausprobiert? Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Nein. Gibt es das jetzt von Nikon schon? Es kann sein, dass die spiegellosen Kameras da drin haben, aber da bin ich jetzt nicht ganz up-to-date, was das angeht. Wenn du mal so lieb bist, darf ich mal reingucken da vorne, dass man den Spiegel mal sieht, dass man den Unterschied mal kurz erklärt? Oder ich meine, hier ist ja relativ staubfrei. Ja, ja. Ist ja auch ein großes Thema. So, und da ist tatsächlich noch, warte, ich zeig's mal gerade, da ist noch ein Spiegel drin, gell? Richtig, und der klappt beim Auslösen hoch. Genau. Wenn du jetzt mal drauf drückst, geht das? Mal anmachen wahrscheinlich. Ja genau, jetzt sieht man sehr schön. Sehr hoch, so, wenn du es nochmal drauf machst, nicht, dass irgendwas reinkommt. Ja, jetzt gibt es ja neue Kameras von Nikon. Gibt es auch schon Sportkameras, die keinen Spiegel mehr haben? Ja, es gibt eine neue Serie, hat Nikon rausgebracht. Was mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die Spiegellosen schneller sind als die D5, die ich habe. Sind sie nicht. Ja, gut, dann brauchst du keine. Nein. So ist es, dann brauche ich keine. Für mich ist wirklich relevant, dass ich möglichst viele Bilder pro Sekunde machen kann, damit ich eine schöne Sequenz habe und aus der Sequenz mir das Beste raussuchen kann. Ja, kommen wir nochmal auf das Thema Wegspeichern. Die können beide endlos wegspeichern? Ich frage mal so ketzerisch. Nein, nur die D5 kann es, die kann endlos wegspeichern. Die D500, die hört irgendwann mal, macht die kurz Pause, weil sie ihren internen Puffer voll hat. Also bei der D5 ist es kein Problem. So, also die ist auch entsprechend wasserdicht, da kann es auch regnen, macht ja nichts. Die D5 soll es so sein, ja. Dadurch, dass probiert hast du noch nicht. Ja, wenn es so ein bisschen nieselt, habe ich kein Problem. Aber im strömenden Regen würde ich damit jetzt nicht fotografieren. Du hast Respekt. Richtig. Falls dein Ingenieur. Ist das Objektiv auch entsprechend Spritzwassergeschützt? Das hier nicht. Das teure, das ich habe, das 400 mm 2,8, ja. Okay, auch da ist Nieseln kein Problem für dich? Nein, kein Problem. Super. Was ich mache... Vielleicht als Tipp, ich habe einen Anglerschirm, ja, den kann ich in den Boden machen. Der hat eine relativ große Spannweite und wenn es einfach anfängt zu regnen, sitze ich unterm Anglerschirm und fotografiere dann. Du Crack, sage ich da nur. Er arbeitet mit allen Tricks. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz auf die Kamera zu sprechen. Diese bildgebenden Elemente, ja, jetzt gibt es ja so Kameras, ich weiß nicht, ob das hier so ist, da gibt es so A, P, M. Wenn du mir das mal kurz erklärst, weil die meisten, die machen das Ding auf Auto. Ah, genau. Ist das hier auch so? Gibt es da auch so? Ja, also man kann ein Programm wählen, man kann auch sagen, ich gebe die Blende vor, die Kamera soll die Verschlusszeit bestimmen. Ich kann andersrum sagen, ich bestimme die Verschlusszeit, die Kamera gibt mir die Blende vor. Wie schon gesagt, Programmautomatik macht sie ja alles selbstständig. Ja. Ich sage, bei gewissen Situationen möchte ich die Kontrolle über die Kamera haben und nicht der Kamera die Kontrolle übergeben. Also ich fotografiere hauptsächlich manuell, das heißt, ich gebe die Blende und die Verschlusszeit vor. Du machst auch Kurse für andere? Nein. Ah, okay, ich verstehe. Es ist auch so, wenn man das nicht wirklich leidenschaftlich macht, muss man dazu sagen, das kenne ich von meinem Job, ja. Entweder, ich sag mal, man macht es richtig, es gibt kaum was dazwischen. Das heißt also, der Ausschuss, du hast mir erzählt, ist schon ziemlich groß, also Bilder, die nicht unscharf sind.
die nicht scharf sind? Ja, das kommt immer auf die Situation an. Wie sind die Lichtverhältnisse? Sind sie schwierig? Sind sie gut? Wenn sie optimal sind, hat man tatsächlich mit diesem High-End-Equipment einen deutlich geringeren Ausschuss. Also ich sage es mal, mit der D5 und dem teuren 400er-Objektiv, das ich habe, habe ich von 100 Bildern 80 bis 90 wirklich, die gut sind. Ja. Da reden wir über knapp 15.000 ist das im West? Ja, größenordnungsmäßig, ja. Ist aber, wenn man das professionell macht, ist ja okay. Man kauft das. Das hält lange, das Equipment? Wenn man sorgsam damit umgeht, ja. Man muss halt immer daran denken, dass auch die Hersteller in gewissen Rhythmen neue Topmodelle rausbringen. Die Frage ist halt, ob man das immer wieder braucht. Ja, also von Nikon gibt es eine D6. Das ist das Nachfolgemodell von der D5. Ich persönlich brauche die nicht, weil die in den Bereichen, in denen ich sie brauche, nicht deutlich besser ist. Ja, wir zeigen mal gerade ein kleines Detail von der D5, wenn du die mal kurz in die Hand nimmst. Die hat nämlich keine normalen Speicherkarten, sondern sie hat etwas ganz Besonderes, die sind schnell. Das sind die XQD-Speicherkarten, die sind schneller als die Kompaktflash oder die SD-Karten, die man so kennt. Dementsprechend auch teurer. Und du hast gleich zwei drin? Ja. Das heißt, du kannst zeitgleich auf beide schreiben? Oder? Könnte ich. Ich könnte eine als Backup nutzen. Ich sage aber, wenn die eine voll ist, soll er auf der anderen weitermachen. So habe ich quasi, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Je größer, desto teurer. Für mich reichen die 64 aus. Ich habe zwei 64er drin. Das heißt, ich kann da, glaube ich, 2000 Bilder mitmachen. Du bist jetzt schon wie lange dabei, Tierfotografie? Also Rennbahn, das Tierfotografie, das fing an, als wir unseren ersten Windhund hatten. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Fotografiert habe ich schon länger. Aber ich habe gemerkt, also ich habe natürlich nicht mit so Equipment angefangen. Ich habe dann gemerkt auf der Rennbahn, dass das Hobby-Equipment, das ich hatte, dass ich das, was ich eigentlich machen will, nicht mehr hinbekomme. Und habe dann sukzessive aufgerüstet und bin jetzt schlussendlich da angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Ja, ich bin jetzt, ich habe dann versucht, mit meiner Sony 6600 und einem 70-200 zu fotografieren. Es ist mir nicht gelungen. Denn irgendwie habe ich das nicht geübt. Ich kann es auch nicht richtig. Also entweder, ich sag mal, Übung macht den Meister, gar keine Frage, oder? Ja, also wenn man gerade auf der Rennbahn fotografiert, muss man einmal wissen, wo ist der beste Platz, wo kann ich am besten die Bilder machen. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich Übung, klar. Kommt man denn überall rein oder du bist natürlich entsprechend bekannt schon oder die Leute kennen dich? Ja, also ich bin bekannt, aber klar, als kommt man rein. Also was ich immer mache, ich frage immer den Veranstalter, ob ich auf der Veranstaltung fotografieren darf. Das ist natürlich wichtig, da muss man das okay bekommen. Hunde darf man fotografieren, die haben kein Persönlichkeitsrecht. Ja, das ist von der juristischen Seite. Ja. Noch nicht. Ja, ich denke auch nicht, dass sie es bekommen werden, ich glaube es nicht. Aber natürlich muss man, weil wir hier uns auf Privat, also mehr oder minder Privatgelände befinden, es ist zwar eine öffentliche Veranstaltung, aber man sollte schon den Veranstalter fragen, ob man Bilder machen darf. So, und dann ist halt die Frage, wo man sich platziert. Es gibt Vereine, die sagen, du kannst hier oder hier hin. Was man halt nicht darf, dass man sich auf der Bahn befindet, das ist natürlich verboten, das möchte keiner haben. Ja, da du ja Profi bist, weißt du das schon alles. Das heißt, du würdest dich jetzt hier vorne und wohin begeben? Also wenn wir jetzt hier den Zaun anschauen, der beste Platz hier wäre tatsächlich neben dem Zaun, sodass man direkt neben dem Zaun die Gerade runter fotografieren kann. Da gibt es aber jetzt schon Leute, die sagen, ich bin auf der Bahn und es nicht gerne sehen. Was nicht schön ist, was viele falsch machen, ist, dass sie den Hund im Stehen von oben nach unten fotografieren. Das gibt keine guten Bilder. Die besten Bilder bekommt man tatsächlich auf der gleichen Ebene, genau, oder sogar liegend. Das gilt auch für alles, glaube ich, auch für Kinder, auf der gleichen Ebene fotografieren, nicht von oben herab. Klar, man kann natürlich immer von unten nach oben fotografieren. Ich zeige das mal gerade. Ja, ich gehe jetzt mal hoch bei dir. Das wäre jetzt von unten nach oben, da wärst du praktisch nicht mehr derselbe. So, es ist so. Und dann gibt es noch von unten, also das ist beides nicht gut. Das heißt, dieselbe Ebene, das macht Sinn. Ja, Kopfebene. Ich gucke immer, dass ich auf Kopfebene bin. Wenn wir jetzt hier wieder an den Zaun schauen, wenn ich über den Zaun fotografiere, bin ich eigentlich schon etwas zu hoch. Ja. Eigentlich das Optimale wäre so ein Loch im Zaun auf der Hälfte, wo man durch fotografieren kann, dann hätte man die optimale Höhe. Das sieht man auch auf die Entfernung. Also wenn du sagst, also ob du jetzt ein bisschen höher bist oder ein bisschen tiefer bist. Ja, man sieht es. Man sieht es. Ja, man sieht es. Also ich sehe es zumindest. Gut, das ist ja dein Anspruch. Ja, sehr schön. Ich zeige mal kurz deinen Rücken, drehe ich mal um. www.windhundbilder.de, also für alle, die, ich sag mal Bilder haben möchten. Du bist doch käuflich, ich frage mal so, wenn jetzt einer sagt, ich möchte gerne mal ein paar Bilder geschossen haben auf dem Feld. Ja. Hast du die Tricks, wie man die anlockt, die Hunde? Ja, die haben wir.
Okay, Beispiel, ein kleines, was auch immer. Ja, mit Würstchen, das ist die Frage immer, also am besten sind Hunde, die verfressen sind, die kann man dann mit allem locken. Es ist halt die Frage, was man machen möchte, dann kommt es auch auf die Umgebung an, möchte ich in Sanddünen fotografieren, möchte ich einen Hund fotografieren, der ins Wasser springt, der durchs Wasser rennt. Das ist halt die Frage, was man haben möchte, kommt auf die Location an. Das ist aber schon mal so, dass Leute dich rufen oder ein Verein dich mal ruft und sagt, hier, jetzt ist mal Hundesession, wir buchen dich mal. Nee, das mache ich eigentlich nicht, denn wie schon gesagt, wir haben selbst Windhunde, wir sind auf Veranstaltungen, wenn wir dahin sind, da fotografiere ich. Sehen die dich und dann im Prinzip bietest du deine Dienste an. Ich mache halt Bilder und stelle die zur Verfügung und sage, wer sie haben möchte, kann sie gerne kaufen. Es ist schon so, dass ich auf Veranstaltungen war und man gesagt hat, toll, dass du da bist, das freut uns, weil man mich doch schon kennt. Sehr schön. Ja, Rainer Scholz, ja, heute viel gelernt. Ja, sag was. Ja, Corsing. Ich wollte noch was. Es gibt ja im Windhundsport gibt es zwei Sportarten. Es gibt das Bahnrennen. Wir stehen ja gerade auf der Bahn. Das haben wir auf dem Bild schon gesehen. Und dann gibt es noch das Corsing. Heute war hier kein Bahntraining. Corsing ist was ganz anderes. Wie schon gesagt, beim Bahntraining kommen die Hunde aus Boxen, da können maximal 6 rauskommen. Beim Corsing laufen immer 2 Hunde und die laufen über ein freies Feld. Und auf diesem freien Feld sind Umlenkrollen. Wenn wir jetzt gerade mal ins Innenfeld gucken, sehen wir Pylonen stehen. Ja. Ja. An diesen Pylonen sind Umlenkrollen drin und da wird ein Seil gezogen. Da ist irgendwo steht eine Maschine, der holt dieses Seil ein und das Seil geht so im Zickzack über das Naturgelände. Ja, da hast du Fotos, die blenden wir jetzt mal ein am besten mal, dass man das mal sieht. Können wir machen, ja. Ja. Und der Hund muss diesem, da ist auch ein künstlicher Hase dran, auch wieder so ein Flatterband, und der Hund folgt dem. Das wird so eine Art Hasenjagd nachempfunden. Ja. Was ich immer sage, wenn Leute am Rand stehen und zugucken und nicht so ganz verstehen, was da gemacht wird, sage ich, ihr müsst euch eines vorstellen. Stellt euch vor, der Hund wäre in der freien Natur und müsste überleben, müsste den Hasen fangen. Ja. Schafft er das? Ja. Also es gibt Hunde, die rennen hier teilweise etwas chaotisch durch die Gegend, wo ich dann sage, oh, der würde verhungern. Und es gibt welche, die machen das wirklich sehr eifrig und machen das wirklich sehr gut und verfolgen auch das Zielobjekt. Unterschied zum Bahnrennen ist, beim Bahnrennen ist die Zeit relevant. Beim Corsing gibt es Richter, das ist ähnlich wie im Eiskunstlauf. Da gibt es 2 oder 3 Richter, die Hunde nach 5 verschiedenen Kriterien bewerten. Da gibt es Punkte und der Hund mit den meisten Punkten hat gewonnen. So, das hat natürlich wieder den Aspekt, dass der Mensch etwas beurteilt. Das heißt, der Besitzer steht am Rand, guckt zu, ist total happy, weil er denkt, sein Hund ist super gelaufen. Der Richter hat es aber im Zweifel komplett anders bewertet und sagt, naja, so toll war das jetzt nicht. Ja. Verstehe. Also querfeldein quasi für Hunde. Ja, querfeldein für Hunde, genau. Mit nochmal einem Richter und allem drum und dran. Das ist ja für die Besitzer unglaublich aufregend, ja, wenn die dann am Schluss Ergebnis kriegen, oder? Ja, genau. Es ist spannend bis zum Schluss, weil es gibt immer 2 Durchgänge. Nach dem ersten Durchgang kann man sehen, wo der Hund platziert ist. Der zweite Durchgang, da erfährt man die Wahrheit erst bei der Siegerehrung. Sehr schön, ja. Rainer Scholz, Spezialitäten aus dem Windhundsport. Ja, er hat eine Webseite windhundbilder.de und er fotografiert unglaublich gern mit Nikon und findet auch die Kameras ganz toll. Und aber das ist ja, wie gesagt, eine Glaubensfrage. Die einen haben Nikon, die anderen haben Sony, die anderen haben, was war das andere noch? Canon? Olympus gibt es. Olympus noch, ja, und so weiter. Aber es tut sich viel im Moment. Die Spiegellosen kommen, das heißt also Kameras ohne Spiegel. Und ich denke, früher oder später muss man sich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Oder? Ja, ich vermute, dass auch irgendwann die Top-Kameras, die einen Spiegel haben, das Feld räumen werden, spiegellos werden, denke ich mal. Ja. Oh, ist da der Vorteil? Die Mechanik fällt weg? Die Mechanik fällt weg. Ich hatte mir eigentlich immer gehofft bei den Spiegellosen, dass die deutlich schneller sind, weil der Mechanismus des Hochklappens entfällt. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, mal sehen, ja. Dass man durchguckt, wenn du ja hier durchguckst, dann siehst du ja über den Spiegel das echte Bild. Du siehst das echte Licht, ich sehe das echte Licht, ja. Das ist ja dann nicht mehr so. Das heißt, du musst dich auf den Sucher verlassen können, der da drin ist. Und der muss schnell sein. Richtig. Der muss gut aussehen. Richtig, der spiegelt ja. Das ist ja nichts anderes als ein Monitor, wenn ich keinen Spiegel mehr habe. Ja. Aber auch das geht laufend schneller und besser und was weiß ich, ja. Ja, wir drehen heute ich guck mal gerade auf die Uhr, heute ist der 29. August 2020, die große Doku aus Landstuhl, so ist es in der Pfalz. Und hier sind wir. Ja, tschüss Rainer, danke. Ja, danke schön, tschüss.